Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Omsi 2, dem Omnibus-Simulator. Heute mal in einer etwas anderen Szenerie, denn ihr seht's, wir werden uns heute mit dem Citaro aus dem BRT-Add-on für Omsi ins Schneechaos stürzen. Es schneit, es ist glatt, man sieht wenig. Also nicht ganz so gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche und vor allen Dingen pünktliche Busfahrt. Wir werden es trotzdem wagen und ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert, denn aktuell ist das ein großes Thema. Bei mir in der Stadt fährt aktuell gar nichts, außer U-Bahn, glaube ich, aber Busse fahren nicht, Straßenbahnen fahren, glaube ich, auch nur so teilweise oder haben es versucht und dann wurde es wieder abgebrochen. Also insofern, das Chaos ist groß und heute probieren wir es mal in Omsi aus. Es geht heute weniger darum, irgendwie pünktlich ans Ziel zu kommen, als darum, einigermaßen unfallfrei ans Ziel zu kommen. Ich sag mal einigermaßen, weil das ist alles andere als einfach. Wir werden vor allen Dingen auch einen Berg runterfahren. Also da ist das Rutschen vorprogrammiert. Trotzdem, wir probieren es mal. Attacke. Auf geht's. Wir starten den Bus. So, damit läuft der Hobel auch schon. Gang rein. Handbremse lösen. Und den Drucker müssen wir erst noch starten lassen. Das lassen wir mal machen. Und vor allen Dingen können wir hier schon mal Licht anmachen und Scheibenwischer anmachen. Das ist durchaus empfehlenswert bei dem Wetter. Sonst haben wir da ziemlich schnell nicht mehr den Durchblick. Gut. Das hier vorne ist schon unsere Starthaltestelle. Um 15 Uhr geht's los. Ich mach mal die Türen jetzt nicht auf. Und so sieht das Ganze von außen aus. Das ist übrigens nicht das Fernlicht, sondern das ist das normale Licht, auch wenn es ziemlich hell ist. Ich habe es eben schon gesagt, bei mir in der Stadt geht aktuell gar nichts. In anderen Städten geht es, glaube ich, so einigermaßen, aber da kommt es vermutlich auch zu Verspätungen. Also, ich sag euch vorab ganz ehrlich, ich will nicht mit Busfahrern in der Realität tauschen. Denn bei Eis und Schnee irgendwie so einen Gelenkbus durch eine Stadt zu bewegen, das ist schon ohne Eis und Schnee, bei dem dichten Verkehr und den engen Straßen oft schwierig und mit Schnee und Eis, also da dreht das Hinterrad durch und man kommt nicht mehr raus oder man rutscht oder man stellt sich quer oder weiß Gott, was da alles noch passieren kann. Also da will ich nicht tauschen. Hier im Simulator ist das aber sicherlich mal eine Erfahrung und deswegen loggen wir uns ein. Wir müssen einmal schnell die Karte hier anlegen und kurz warten, bis es erkannt wird. So, da werden die Daten auch schon gelesen. Und Gott sei Dank hat uns der Kollege ja noch ein Zettelchen dagelassen. Ich bin ja so vergesslich, ne? Da wusste der Udo auch. Hat er mir direkt die PIN hier dagelassen. So, 4321. Das ist das Passwort. Und die Linie ist heute die Linie 593. So, 593. Und der Kurs ist 01, nehme ich mal an. Richtung Waldhofen Bahnhof, ab Mühler Forst um 15 Uhr. Wir haben schon 15:01, das heißt, wir sollten losfahren. Eine Minute haben wir jetzt hier schon Verspätung. Gut, hier vorne steht keiner, also mache ich noch schnell. Achso, die Markierung ist schon an. Dann können wir starten. So, ihr habt es vermutlich schon erraten. Wir sind heute nach langer Zeit mal wieder auf einer Karte unterwegs, die, ich würde sie als Klassiker bezeichnen. Sie ist nämlich sehr schön designt, kostenlos und macht optisch und fahrerisch einiges her. Deswegen fahre ich sie ganz gerne. Ich glaube, die war eine Zeit lang irgendwie, stand die nicht zum Download, aber mittlerweile gibt es sie wieder. Das ist nämlich die Karte Waldhofen. Und da fahren wir jetzt vom Mühlerforst, oh, da geht es auch schon los, vom Mühlerforst in Richtung Waldhofen Bahnhof, meine ich. So, 50 sind erlaubt, die werden wir aber keinesfalls ausfahren. Also wenn wir hier mit 10 Minuten Verspätung ins Ziel kommen, dann ist das noch gut. Ich lass mal rollen, mal gucken, was passiert. Also man muss höllisch aufpassen. Schon ohne Schnee und Eis gibt es hier überall Warnschilder wegen der Kurven. Das ist ja teilweise, also ich war im Harz im Sommer, ja. Und bei den ganzen bergigen und kurvigen Routen sind immer so Warnschilder und ich glaube, die sind oft auch verbeult. Ich glaube, da rasselt schon öfters mal jemand rein. Entweder Motorradfahrer oder eben etwas flottere Autofahrer. Insofern ist es nicht so unsinnvoll, dass solche Schilder angebracht sind. Aber also, man muss sich mega konzentrieren hier. Ui, da hat er mich gerade kurz weggerutscht. Weggezogen, das wollte ich sagen.
Man muss sich mega konzentrieren. So. Mühlertal. Will hier jemand einsteigen von Ihnen? Sieht nicht so aus. Ne, gut. Können wir die Verspätung vielleicht sogar noch rausfahren, wenn das so weitergeht. Oh. Also man darf keinesfalls zu schnell Gas geben. Weil dann dreht er auch. Dann dreht er sich ein Wolf da hinten. Das wollen wir nicht. Wir fahren dann mal weiter. In meiner Stadt... Nächste Haltestelle, Wunderwald. So sieht's nämlich aus. In meiner Stadt hat das Einstellen des Bus- und Bahnverkehrs... Und es ist jetzt mittlerweile schon der zweite Tag, an dem es... Ich glaube, die U-Bahn fahren noch, aber die Straßenbahn, das wurde irgendwie erst probiert und dann wurde es wieder eingestellt. Bei den Bussen wurde es, glaube ich, auch kurzzeitig probiert und dann hat man auch wieder gesagt, ah komm, lass mal sein. Es ist jetzt also schon der zweite Tag und die Frustration bei den ganzen Pendlern ist natürlich hoch. Und auf den ersten Blick wirkt das auch unverständlich. Ich weiß nicht, also zum Beispiel in Wuppertal fahren die Busse wohl, die Busse und Bahn. Also da gibt es ja nur die Schwebebahn, die fährt nicht, aber die Busse fahren da auf jeden Fall. Trotz des Wetters, obwohl das ja wesentlich hügeliger ist als jetzt hier die meisten Regionen im Rest von NRW. Insofern durchaus erstaunlich. Das war nicht jedem klar, warum dann hier nicht gefahren wird. Aber ich glaube, es liegt vermutlich daran, dass die Verkehrsunternehmen nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollen. Zumal hier zum Beispiel gestern auch viele Straßen überhaupt nicht geräumt waren. Also es ist übelst glatt, es liegt überall Schnee. Manchmal fällt sogar noch, manchmal ist sogar noch Eis dabei. Und normale Autos haben kaum eine Chance, sich fortzubewegen. Und mit Bussen muss man da, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Mensch, die ist luftig unterwegs hier. Schulranzen und T-Shirt. Beste Kombi. Ich habe unglaublich Angst, dass ich es hier geschwindigkeitsmäßig übertreibe. Aber eigentlich wäre das jetzt eine ganz gute Chance, um ein bisschen Geschwindigkeit raus, Verspätung rauszufahren. Ah. Aber wieder steht da keiner. Mensch, dann heizen wir durch. Naja. Also es ist wohl auch nicht ganz nächste so... Nächste Haltestelle auf der Engelshöhe. Es ist wohl eine nicht ganz so viel genutzte Linie. Eher so eine Nebenlinie, laut der README-Datei. Das heißt, ich denke mal... Der große Zulauf an Menschen, an Fahrgästen, an Passagieren wird erst im Stadtgebiet dann erfolgen. Bei dem Wetter will keiner zum Mühlerforst. Was will man da? So, hier müssen wir, glaube ich, gleich irgendwo abbiegen, wenn ich mich da recht erinnere. Deswegen Obacht. Das Problem ist halt, man sieht wirklich nur so 200, 300 Meter und danach ist Schluss. Oder vielleicht sind es sogar noch weniger. Hier sind wir schon mal in Waldhofen und wir müssen abbiegen. So, fährt er? Jo. Ja, dann fahren Sie mal. Na komm, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht. Dann nehme ich mir ein bisschen Platz hier. Und dann fahren wir hier rum. So, hat er gemeistert. Ich habe mir natürlich auch die Kommentare unter... Ui. Man will immer schön Gas geben, wie man es gewohnt ist, aber dann hört man es am Motor, dass das nicht so eine gute Idee ist. Und man sieht es auch hier immer auf dem Display. Ich habe mir natürlich auch eure Kommentare unter dem letzten Video durchgelesen und es war sehr lehrreich, denn ich hatte die Möglichkeit, dass Kreisverkehre auch mal nicht dieses Vorfahrtszeichen haben, gar nicht in Betracht gezogen, weil hier... Wo ich Autofahren gelernt habe und wo ich die meiste Zeit auf Auto fahre, gibt es, also mir ist kein größerer Kreisverkehr bekannt, wo diese Vorfahrtszeichen fehlen. Insofern wird hier mal gewartet, bevor man in den Kreisverkehr einfährt. Aber natürlich ist es so, wenn diese Zeichen nicht da sind, muss man auch keine Vorfahrt achten. Insofern war das bei manchen Kreuzungen in dem Grand Paris Moulin Add-on durchaus nachvollziehbar. Ich hätte euch das Add-on auch gerne hier nochmal in der Folge gezeigt. Finde es aber jetzt gar nicht so übel, dass ich es nicht zeige. Das Problem war, als ich es mir angeschaut habe, dass da alle Texturen geflackert haben bei dem Schnee. Es war nicht so schön eingebaut. Insofern... Rufen Sie gern Arzt, aber ich habe doch gar keinen Fehler gemacht. Was war jetzt hier... Was war jetzt hier wieder das große Drama?
Bin doch einfach nur ganz normal abgebogen. Ja, kommen wir auch rum. Super. Wo sind wir denn verspätungsmäßig? Wo bewegen wir uns da aktuell? Ach, 2 Minuten 30. Das geht ja sogar noch. Ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Die Linie soll wohl insgesamt ungefähr 20 Minuten dauern. Aber heute halt länger. Oh. Du willst es aber wissen hier, ne? Der Moment, wo man die Hausaufgaben nicht gemacht hat und hofft, dass man auch irgendwie krank wird, um nicht zur Schule zu müssen. Ja, wird wohl nix. Jetzt machen wir los. Das ist natürlich schon immer ein bisschen lustig, die ganzen T-Shirt-Leute hier in Omsi zu sehen. Es hat übrigens zum Thema lustig, es hat mir unter der letzten Folge einer einen Kommentar hinterlassen, der sinngemäß lautete, genau weiß ich es nicht mehr, es ist schon ein paar Tage her, dass ich die Kommentare von euch gelesen habe. Nächste Haltestelle, Mühlerstraße, Schulzentrum. Ah, da will sie bestimmt hin. Mir hat jemand geschrieben, was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist gut, dass sie das gemacht haben. Ich lasse sie an der nächsten Haltestelle raus. Vielleicht habe ich mit dem Heck irgendwie einen Poller mitgenommen, das könnte natürlich sein. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was hier gerade falsch war. Also, mir hat jemand von euch geschrieben, der Fahrstil war mal wieder besonders schlecht, diese Folge. So sinngemäß. Und ich habe das am Tablet gelesen und es gibt da die Funktion, dass man da auf den Kommentar klickt und dann sieht man, was der Kommentator noch so für Kommentare auf dem Kanal geschrieben hat. Und ich dachte mir, vielleicht hat er es ja schon mal geschrieben. Er hat es allerdings nicht nur einmal geschrieben, er hat es unter allen letzten Omsi-Videos geschrieben. Und zwar immer nur so ein Einzeiler. Der Fast heute wieder besonders schlecht gefahren oder der Fastweg wäre mal wieder eine Katastrophe oder sowas. Ich hoffe, auch unter dieser Folge wird es von diesem Kanal stehen. Obwohl ich mir hier größte Mühe gebe. Aber ich habe mich langsam dran gewöhnt, dass dieser Kommentar kommt. Ah, das ist wieder eine unmenschliche Kreuzung. So, der biegt ab. Habe ich keine Faxen. Mensch, hör mal. So viel Freundlichkeit, da kann ich... Ich dachte schon, der wartet. In welcher Welt lebe ich? So gut, aber wenn der jetzt durch ist und da kommt auch nichts mehr, dann werde ich ein bisschen... kurbeln müssen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen nach dem Hinterreifen fahren. Au, das lübt, hör mal. Das macht er nicht zum ersten Mal. So. Ab geht er, der Peter. Weiter geht's zur nächsten Haltestelle. Und dann können die ganzen Leute hier mal aussteigen. Die sich da auch, und da kommt ja auch schon neue Kundschaft. Insofern halb so schlimm. Ein bisschen weitergehüpft. So, grüße Sie, hallo. Hallo, Gus. Hallo. Kommen Sie rein, Heizung ist an. Übrigens, wir haben hier keine Heizungssteuerung, so wie ich das gesehen habe. Also hier oben müsste das ja eigentlich sein. Das ist allerdings nicht bedienbar mit der Maus. Insofern, keine Ahnung, wie man das hier macht. Ich nehme mal an, das wird irgendwie automatisch geregelt. Ja, machen Sie es gemütlich, ne? Ein paar Haltestellen haben wir noch. Mühlerstraße sind wir aktuell. Jo. Das ist natürlich die Berliner Version, deswegen ist hier auch die Innenanzeige und auch der Drucker in dem Berliner Style gehalten. Denn der Bus kommt ja aus dem BRT-Add-on. Und ich habe ihn jetzt noch mit dem Waldhofen-Repaint ausgestattet und mit den Morphe-Sounds. Also nochmal ein bisschen gepimpt. Weil das ein bisschen schöner ist, aber an und für sich ist der Bus wirklich gut. Das Add-on Berlin BRT oder wie genau das jetzt heißt, habe ich euch allerdings nicht gezeigt auf dem Kanal, weil das fand ich eigentlich Quatsch. Also, das hätte man als Update vielleicht machen können, aber sonst fand ich das jetzt so von Idee und Umsetzung her eher Quatsch. Habe ich da mal sein gelassen. Da gibt es bessere. Das ist so eins der Add-ons aus der letzten Folge. Die sind jetzt sicherlich nicht schlecht, aber so richtig tolle sind sie auch nicht. So, damit wir hier schön rumkommen.
halten die etwas versetzt. Und jetzt, das wird hier auch nochmal ein besonderer Spaß, müssen wir ein bisschen auf die parkenden Autos achten. Nächste Haltestelle, Bornholmer Straße. Jo. Aber das hat funktioniert. Sehr schön. Dann fahren wir mal weiter zur Bornholmer Straße. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Tagen so weitergeht. Denn es ist wirklich die Hölle los hier in der Stadt. Also Bus und Bahn fahren ja wie gesagt nicht. Das erhitzt die Gemüter. Und die Feuerwehr ist vor allen Dingen im Dauereinsatz. Und also wirklich so einmal die Stunde hört man hier irgendwie Rettungswagen oder Feuerwehr langfahren. Polizei auch im Dauereinsatz. Autobahnen sind hier teilweise gesperrt. Also auch selten erlebt. Völliges Chaos. Da müssen irgendwie die LKW dann aus Schnee und Eis befreit werden, abgeschleppt werden. Also es geht hier alles drunter und drüber. Das in der Form habe ich das, glaube ich, hier im Ruhrgebiet seit 10 Jahren nicht mehr erlebt. Nächste Haltestelle, Elsterkamp. Es gab immer mal so kleinere Umweltsachen oder kleinere Wettersachen, die dann eben das alles irgendwie so aus dem Takt gebracht haben. Aber in dem Ausmaß selten erlebt. Aber das ist eben so im Winter und da hilft das ganze Geheule und Gejammer nichts. Da muss man durch. Da machst du nichts. Viele fordern auch, muss man irgendwie mehr Räumdienste haben oder so. Aber ich meine, nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhofsplatz. Das ist in vielen Städten ja gar nicht sinnvoll. Wenn das einmal alle 10 Jahre vorkommt, dann bringt es ja nichts, da irgendwie 30, über 10 Jahre 30 Räumfahrzeuge für den Fall vorzuhalten. Also zusätzliche Räumfahrzeuge für den Fall vorzuhalten, dass das dann irgendwann mal passiert oder was man dann noch so alles braucht. Und bei den Straßenbahnen ist es vermutlich auch nicht sinnvoll, weil die Weichen vermutlich immer wieder zufrieren. Also zumindest war es früher. Früher musste ich ja immer täglich mit der Straßenbahn zur Schule fahren. Und viele Weichen hatten zwar eine Weichenheizung, aber irgendwann hat die einfach versagt. Bei so einer gewissen Temperatur. Und dann hier sind Weiche zugefroren, ab hier Schluss. Müssen sie gucken, wie sie weiterkommen. Morgens war es gut, weil dann musste man nicht zur Schule. Das ist aber, glaube ich, entweder gar nicht vorgekommen oder wenn es vorgekommen ist, dann wurde man von Papa zur Schule gefahren mit dem Auto. Also insofern war das natürlich nicht so gut. Und auf der Rückfahrt war es immer ärgerlich, weil man sich dann irgendwie überlegen musste, wie man dann nach Hause kommt. Ja, sie kriegen einen Fahrschein. Sie brauchen vermutlich, ich muss mich mal kurz hier... Nee, 3,50 ist falsch. Regeltarif. 3,50 ist wieder falsch. Warten Sie mal, ich... warte noch auf den Fahrschein. Ja. Hier, das ist der Richtige. Hallo, entschuldigen Sie. So, jetzt haben Sie... 3, 5, 10, 15, 20. Haben Sie vielleicht auch Scheine dafür? Bestimmt habe ich ja auch noch irgendwo Scheine rumliegen, aber heute ist mir nicht danach. Wer mit einem 20er zahlt, der muss auch mit der Konsequenz rechnen. Oder leben. So, weiter geht das. So, wir müssen abbiegen. Haha, lustig. Nächste Haltestelle am Stadtring. Wir lassen die mal erstmal da lang fahren. Oder können wir... Na, ich bleib mal lieber hier auf der Spur. Besser ist das. So, jetzt fahren die. Ich möchte aber hier abbiegen. Insofern muss ich jetzt hier mal warten. Also das hätte ich ein bisschen besser. Deswegen, ich habe mich schon gewundert, warum die Haltestelle so weit hier hinten ist. Nämlich hier. Das ist aber natürlich so angelegt, dass man dann noch mit dem Bus hier irgendwie rüberziehen kann. War ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Es ist, also die Karte ist 2016 rausgekommen. Vermutlich bin ich 2016 oder 2017 das letzte Mal gefahren. Insofern, bei Schnee habe ich noch weniger die Orientierung, was hier vor sich geht. So, fahren Sie. Ich muss mich da gleich mal reindrängeln. Jo, danke. Sehr aufmerksam. So wünscht man sich das. Hier hält man zusammen.
Bei uns in der Region ziehen aktuell auch Landwirte Autos und Trucks aus dem Schnee, wenn sie sich festgefahren haben. Sehr nett von denen. Aber es ist vermutlich auf dem Land sowieso gang und gäbe. Alter, hier dreht er wieder. Eieieiei. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht kein Gas geben, sondern ich muss schon ziemlich durchdrehen. Weil sonst fahren wir gleich rückwärts hier die Sache hoch. Ach, du liebe Zeit. Der fährt ja Schlangenlinien. Ich fahre keine Schlangenlinien. Oh, fetter Busfahrer, sag mal, wo sind wir hier eigentlich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gebe hier mein Bestes. Toi, 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 dass wir hier irgendwie ans Ziel kommen. Und dann muss ich mir hier irgendwie anhören, der hat doch einen an der Pfanne. Ja, danke für nix hier. Undankbare Fahrgäste. Da ist die Tür. Alter, Katastrophe. Katastrophe, sag ich euch. So, Stadtring haben wir erreicht. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Ich glaube, danach ist Feierabend. Ja, war keine gute Idee. Bitte. Ach, wir haben noch... Ach, du liebe Zeit. Erste Hälfte der Strecke hier gefühlt geschafft. So, was wollen Sie jetzt hier wieder? Kurzstrecke. Jo, mach ich fertig. Bitteschön. So, was kriegen Sie noch wieder? 40 Cent. Bitteschön. So, alle ausgestiegen, die jetzt hier gemeckert haben. Dann geht's weiter. Anschnallen, festhalten. Mir fehlte gerade der Überblick, auf welche Spur ich jetzt hier wechseln will. Ui, das war wieder ein bisschen viel Gas. Wir versuchen es mal mit weniger. Das scheint auch immer komplizierter zu werden hier mit dem Nächste Haltestelle, Fuldaer Straße. Wenn das Ding erstmal rollt, dann rollt es. Ne? Dann geht's. Aber bis es rollt. Ja. Die Technik dankt's einem, diesen Einsatz hier. Fährt man sich alles kaputt. Ich musste ich einkaufen und bin dann natürlich auch mit der U-Bahn gefahren, dem einzigen, was jetzt hier noch fährt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier lang müssen, ob wir hier wieder abbiegen müssen. Ja, wir müssen hier natürlich wieder abbiegen. Das heißt, wir bleiben mal auf der Spur. So, ich habe wirklich ein Auto nach dem anderen gesehen, was, also bei nötigen Fahrten verstehe ich es, wenn man zur Arbeit muss oder so, das verstehe ich alles, aber wenn man einkaufen muss, so wie ich, dann lässt man das doch an so einem Tag mit dem Auto sein, oder? Also zumindest wenn man einigermaßen zu Fuß ist. Und es gab wirklich ein Auto nach dem anderen. Die einen haben sich halb tot gekratzt, da ging gar nichts, die haben nicht ihre Türen aufbekommen und dann so ein Dacia komplett durchgedreht. Wollte ein- oder ausparken, so ganz war es nicht ersichtlich, aber kam weder vor noch zurück. Also, keine Ahnung, ich habe den da 5 Minuten fahren, in Anführungszeichen, sehen. Und er hat aber auch, ist auch nicht ausgestiegen und hat dann irgendwie Passant mal gefragt, können Sie mir nicht kurz helfen oder so. Sondern er hat es eisern versucht, da, ich glaube, einzuparken. Ja, es war Katastrophe, wie energisch da manche Leute versuchen, die Kräfte zu überwinden. Da ist mein Mitleid dann auch begrenzt. Zwar auf der anderen Seite, Straßenseite, aber der Mann wirkte so, als will er die Show alleine durchziehen. Ja. Ja, aber das war ganz witzig, weil das war auch so ein Nächste Haltestelle, neues Rathaus. So ein halber SUV und da denkt man ja dann, die können das locker, aber diese SUVs, das ist ja mehr Optik als Funktion. Und die meisten haben ja kein Allrad. Und sind auch viel zu schwach. Ja, und dann kommt nämlich genau das raus. So, grüße Sie, hallo. Ja, danke für die Antwort. So viel Freundlichkeit am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wobei, wir haben, glaube ich, schon Nachmittag. 5 Minuten Verspätung auf dem Tacho. Das kriegen wir noch gut rausgefahren. Bin ich guter Dinge.
So. Das Ding rollt wieder. Und wir haben Haltewunsch. Nächste Haltestelle, Waldhofen-Arkaden. Die Waldhofen-Arkaden. Die Map Waldhofen, das ist zwar eine fiktive Karte, aber so von den Städten und von den Ortsbezeichnungen orientiert sie sich ja so ein bisschen an dem Ennepe-Ruhr-Kreis, würde ich jetzt mal so behaupten. Hattingen habe ich hier, glaube ich, irgendwo gesehen. Das ist da, glaube ich, irgendwo. Und Gevelsberg und so, das ist da alles drin, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe ja mal in Witten gewohnt, deswegen kenne ich die ganzen Ortschaften. Da hatten wir auch mal Schnee, aber das war reichlich unspektakulär. Und ich hatte Winterdienst. Gar keinen Bock. Ich musste Schnee schieben. So, wie sieht es aus? Achso, Entschuldigung. Hier, ach. Ein Ticket bitte. Ein Ticket bitte. Okay. Ja, warte mal grad. Können Sie mir kein Ticket verkaufen? Doch, doch, habe ich ja gerade. So. Und es gibt sogar noch ein bisschen Cash zurück. Ja, sehen Sie mal. Ich musste letztens an Money denken hier aus, oder auch an diesen grantigen Typen hier aus dem Halicon-Pack, denn, also diesem AI-Personen-Pack, denn ich war bei der Bäckerei und ich habe den unfreundlichsten Kunden 2021 erlebt. Ein alter Mann, der war so dermaßen grantig, das kann man sich nicht vorstellen. Hallo, guten Tag, ich hätte gerne, bitte, danke, das war schon gar nicht zu erwarten. Aber das, was er da von sich gegeben hat, das war einfach frech. Wir warten mal gerade den Verkehr ab. Kommt, Leute. Ich will nochmal irgendwann raus. So, jetzt aber. Ich dachte schon, der rasselt uns hier rein. Ich muss mal gerade gucken, weil ich den Richtungspfeil noch nicht sehe. Zentrum, Bahnhof, Mitte, das sieht gut aus. Da wollen wir hin. Ich war bei der Bäckerei, hab mein, wollte mein Brot bestellen, vor mir ein alter Herr. Von außen ein ganz normaler alter Mann, fiel nicht weiter auf. Wurde freundlich begrüßt von der Bäckerin, kam kein Hallo zurück von dem alten Mann. Dachte ich mir, so weit, so gut. Hat er vielleicht einfach vergessen oder hat irgendwie was im Kopf. Dann hat er vorher gefragt, was er da bestellen will. Dann hat er einfach nur das Brot gesagt. Es war irgendwie, keine Ahnung, Kornbrot oder so. Er hat einfach gesagt, Kornbrot. Dann wurde er gefragt, geschnitten oder am Stück? Stück. Und dann wurde ihm das eingepackt. Und dann wurde ihm der Preis gegeben. Hat er einfach kommentarlos gezahlt. Und dann hat er noch so gefragt, Kassenzettel? Und also das ist wirklich nicht übertrieben. So hat er gesprochen. Vielleicht muss man auch dabei gewesen sein, um diese Skurrilität der Situation zu erkennen. Aber das war frech. Wieso ist der mir zur Seite reingefahren? Beschissen und betrogen. Ja, komm, steigen Sie aus. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sollte keine Geschichten erzählen. Ich sollte einfach den stummen Fahrer machen. Dann wäre hier einiges an Konfliktpotenzial weniger. Jedenfalls, der hat dann noch seinen Kassenbon gekriegt. Der wurde freundlich verabschiedet. Schönen Tag noch, hat sie gesagt. Der ist einfach gegangen. Und es war der unfreundlichste Mann, den man sich vorstellen kann. Barsch im Ton. Kein Bitte, kein Danke. Und dann auch noch so unverschämt im Tonfall. Also, unglaublich. Unglaublich. Mir tat die Verkäuferin leid, weil die wirklich ihr Bestes gegeben hat, um freundlich zu sein. Erfolglos. Also jedenfalls hat das Gegenüber nicht honoriert. Ich glaube, wäre die Verkäuferin genauso unfreundlich wie der Herr gewesen, dann hätte der Herr sich beschwert. So einer ist das, glaube ich. Das gibt eine Meldung beim Chef. Also jetzt dann... So, wir müssen gleich sicherlich auch abbiegen. Ich fahre aber mal noch ein paar Meter. Oder nicht? Ah doch, ich fahre mal noch ein paar Meter. Vielleicht komme ich irgendwie vorne rein. Nächste Haltestelle, Herderstraße. Boah. Hab ja.
etwas steil. Die Autos sind einfach schneller als ich, weil ich hier kaum vom Fleck komme. Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat. Ich glaube, gerade hat das Rad nochmal durchgedreht. So, wir müssen jetzt links abbiegen. Aber ich glaube, das geht auch hier. Leute, was seid ihr alle auf der linken Spur? Geht auch hier. Naja. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Gut für mich. Habe ich freie Fahrt. Ah ja, 7 Minuten. Köstlich. So. Dann warten wir noch kurz. Und wenn die Ampel wieder grün ist, dann fahren wir zur Endhaltestelle. Ne, zur Herderstraße. Aber ich glaube, danach folgt dann schon Clemensweg noch und dann ist die Endhaltestelle auch schon da. Das Anfahren ist immer wieder Katastrophe grande. So, Haltewunsch haben wir nicht. Hier will auch niemand rein. Also weiter geht das. Wie das ruckelt. Sonst ist die Karte übrigens sehr performancefreundlich. Also wenn man davor Grand Paris Moulin gespielt hat, Clemensweg, dann ist das hier schon ein größerer Unterschied. Das ist nicht so ein Performancefresser. Auch hier gilt wieder, man sieht nichts da vorne. Es ist einfach nur weiß. Ah! Aber hier will mal wieder jemand einsteigen am Clemensweg. Grüße! Kommen Sie rein! Will er nicht? Wieso will er nicht einsteigen? Muss ich noch näher ranfahren? Ne. Der will tatsächlich nicht. Dann nicht! Uiuiui. Nächste Haltestelle, Waldhofen-Bahnhof. Was passiert denn jetzt hier? Da dreht er mal ganz kurz ganz hoch. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade los war, aber die Bergabfahrt, die scheint er nicht so gut gemeistert zu haben. Ich habe kein Gas mehr gegeben, als es passiert ist. Erst als ich gebremst habe, hatte ich die Lage wieder unter Kontrolle. Aber das sind so Simulationen, ne? Ich habe mich hier von dem Unfallort entfernt. Dieses Bremsen, das hat schon den ein oder anderen Bus dazu gebracht, sich querzustellen auf der Straße. Und dann stehst du da. Du kommst erstmal nicht weiter. Im schlimmsten Fall passiert sogar noch was. Will man nicht drinstecken? Hier im Spiel war es natürlich jetzt mal ganz witzig. In der Realität nicht so witzig, mit so einem Bus zu fahren. Wie ich eingangs erwähnt habe, will ich nicht mit den realen Busfahrern tauschen und habe großen Respekt davor, wie die das schaffen bei Schnee und Eis, ihre Busse irgendwie durch die Stadt oder den Verkehr zu lenken. Im Spiel war es jetzt mal ganz witzig. Wir sind unter den 10 Minuten, glaube ich, geblieben, was die Verspätung angeht. Okay, können wir jetzt nicht mehr so sehen. Haben aber schon für den Nachfolgekurs, das wäre jetzt vermutlich, ich weiß gar nicht, was jetzt hier die Nachfolgelinie wäre. Ah, die 590, genau. Haben wir jetzt schon ein paar Sekunden Verspätung. Das heißt, die Pause fällt jetzt auf jeden Fall weg. Das soll es allerdings soweit von diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ich als nächstes in OMSI zeigen sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe übrigens ein Vögelchen, hat mir gezwitschert, dass es News to the Bus gibt. Und ein Vögelchen hat mir auch gezwitschert, wie die Grafik ist. Und ich sag euch, das ist absurd. Es ist absurd, wie gut The Bus aussieht. Es gibt sicherlich andere Schwächen und ich glaube, gerade contentmäßig wird das vielen nicht genügen, gerade am Anfang, weil es ja Early Access ist und ich glaube, nächsten Monat losgehen soll. Aber die Grafik, also jeder, der OMSI gewohnt ist, wird sagen, Lecco mio grande do, das ist Grafik aus 2021. Gut, das aber nur als kleine Preview, wollte ich eigentlich schon auf der Busfahrt erzählen, habe ich ganz vergessen, fiel mir gerade nochmal schnell ein. In der nächsten Folge werden wir dann mal wieder mit der Straßenbahn in OMSI unterwegs sein. Habe ich schon was auf Lager. Freue ich mich schon drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.